aufregende Sommerpause neigt sich dem Ende und kurz vor dem Spiel gegen den VfL Osnabrück, beim VfL Osnabrück, gibt es natürlich auch nochmal eine neue Folge von Zwischen Wedau und Westende. Und ich freue mich ganz besonders, dass wir ja einen der Eckpfeiler der vergangenen und jetzt auch neuen Mannschaft bei uns am Mikro haben. Das ist Leo Weinkauf. Hallo. Hallo. Ja, erste und wichtigste Frage, wie geht's dir? Ganz gut. Bist du gesund? Ich bin gesund. Wir sind jetzt in der letzten Woche, genau in der Vorbereitung auf das Spiel gegen Osnabrück am Freitag und voller Vorfreude halt auf den Saisonstart. Ja, wir hätten so viele schöne Gesprächsanstiege haben können, jetzt aber wieder Corona. Letzte Saison hat uns das den Aufstieg gekostet, lege ich mich mal fest. Letzte Saison den Start erschwert nach ein paar Spieltagen, ja, und diese Saison schon vor dem ersten Spiel. Wie wirkt sich das aus und wie geht die Mannschaft im Moment damit um? Ich muss sagen, gut. Wir haben natürlich das alles ein bisschen mit einem Schock gesehen, dass dann plötzlich direkt drei Fälle auf einmal aufgetreten sind, was ja in den Testreihen davor, die ja alle ohne Probleme, sage ich jetzt mal, oder ohne Auffälligkeiten durchgegangen sind, war das dann schon schockierend. Aber ich glaube, dass wir da sehr professionell mit der Situation umgegangen sind und dann halt auch diese Infektionskette mit unserem Hygienesystem oder Konzept brechen konnten und jetzt wieder ganz normal uns auf das Spiel am Freitag vorbereiten können. Besonders überraschend für viele ja auch jetzt in Zeiten, wo allgemein sich der Geist breit macht, das ist jetzt weitgehend überwunden, es sind viele durchgeimpft, die Inzidenzzahlen sinken und das war natürlich dann wahrscheinlich auch nochmal große Überraschung. Ne? Ja, man weiß ja nie, wo man sich ansteckt, aber es hat halt nochmal so ein bisschen an einen selber appelliert, ob man nicht vielleicht ein bisschen zu nachlässig mit allem umgegangen ist oder sich schon zu sicher gefühlt hat. Und ich glaube, das ist jetzt gerade so ein guter Quotient aus der Gesellschaft, dass man halt noch nicht über dem Berg ist, noch lange nicht und mit wohl möglichen Mutationen oder Delta-Lambda-Varianten sollte man da auch weiterhin auf jeden Fall den Fokus auf sich selbst und seine Mitmenschen halt pflegen. Pflegen und legen, ja. Jetzt hat es das natürlich zweifelsohne in so einer Vorbereitung überhaupt nicht gebraucht, ne? Wenn man denn trotzdem was Positives draus ziehen will oder kann, macht euch diese Situation vielleicht noch ein bisschen unberechenbarer und schweißt das auch mehr zusammen nach innen? Ja, ich glaube schon, dass es die Truppe zusammenschweißt, gerade den Zusammenhalt dann intern nochmal bindet, die Sinne auch darauf schärft, um zu sagen, ja, das muss jetzt halt schon eine Reaktion halt auch aus der Mannschaft geben. Und uns ist es in der letzten Saison nicht gut geglückt, leider gut in die Saison reinzustarten und somit ist es halt ein großes Ziel von uns, jetzt gerade halt auch die ersten Spiele positiv zu gestalten. Und da möchten wir am Freitag in Osnabrück natürlich mit anfangen. Kann das sogar, was ja manchmal paradox ist in der Fußballpsychologie, auch so ein bisschen den Druck nehmen? Weil jetzt viele sagen, Mensch, die sind mit Corona beschäftigt. Ich erinnere zum Beispiel an die letzte Saison, als man da in Haching, gefühlt ohne Training, wo alle das Spiel, vor allen Dingen inklusive Presse, Öffentlichkeit und Fans, das abgeschrieben hatten, auf einmal gewinnt. Warum nicht? Also die Vergangenheit sagt ja, dass es möglich ist. Und ich glaube, die Situation vor dem Haching-Spiel war noch mal ein bisschen extremer, weil halt viele Leute aus einer 14-tägigen Quarantäne kamen, 10- bis 14-tägigen Quarantäne und dann direkt halt auf den Fußballplatz mussten, quasi ohne mal den Ball 14 Tage am Fuß zu haben. Und jetzt sind wir halt schon mit den 4 Wochen Vorbereitung und oder 4-wöchigen Vorbereitung und jetzt dann halt auch die 4-5 Tage jetzt explizit auf das Spiel hinbezogen, dann noch die Vorbereitung zu setzen, sind wir, glaube ich, dann gut gewappnet und vorbereitet für Freitagabend. Also Ausreden gibt es keine, aber macht nichts, wenn die Osnabrücker ruhig denken, an der Wedau ist man mit Corona beschäftigt und konzentriert sich nicht so auf. Wir wollen keine Ausreden im Vorfeld hier irgendwie breit machen. Darauf sind wir hoffentlich nicht angewiesen. Haben wir auch weit weggestellt. Ja. Anderes, jetzt mal richtiger Gesprächseinstieg, Stichwort Vertragsverlängerung. Man hört, dabei haben private Gründe auch eine große Rolle gespielt bei dir, fühlt sich hier dem Bekenntnis nach auch sehr wohl und hast auch gesagt, dass man hier deine Fähigkeiten schätzt. Wie groß waren auch die Wohlfühlfaktoren abseits des Platzes für dich, hier zu bleiben, weil das hatten viele ja nach der Saison und aufgrund des Vertragswerks und nicht zuletzt aufgrund deiner Leistung hier nicht erwartet, dass du nochmal mindestens, hoffe ich mal, ein Jahr dranhängst.
Was hat für dich die entscheidenden Rollen oder die Kriterien? Was war das? Erstmal glaube ich, dass ich hier, wir sind ja so eine kleine einzelne Gruppe mit dem Torwart-Team, was letztes Jahr noch mit Steven Deana und Jonas Brändig komplettiert war. Sven Beukert als Head, sage ich jetzt mal, von diesem Torwart-Team, den ich halt privat und beruflich sehr schätze. Wir ein sehr offenes und ehrliches Feedback einander geben und da uns halt auch permanent weiterentwickeln wollen. Da ich noch sehe, dass ich viel Potenzial habe in mir. Er sieht auch noch viel Potenzial in mir. Wir sind auf einem sehr guten Weg und wir ziehen halt diesen roten Faden, wie man es immer so schön sagt, halt egal, ob wir jetzt 5 Stück kriegen oder zu null spielen, ziehen wir diesen Faden über die Saison durch und das gibt einem nach guten Spielen halt immer so ein bisschen so einen gesicherten Boden und nach ja, ausbaufähigen Spielen gibt es dann aber auch wieder Sicherheit, dass man sich dann halt an so ein paar Sachen hangeln kann und einfach in den Prozess vertraut. Und klar ist das geht das nicht immer steil bergauf, wie die Vergangenheit halt auch gesehen hat oder gezeigt hat, sondern sind da halt auch immer Rückschläge. Aber die gibt es halt nur mal im Sport, gerade auf meiner Position. Wenn man einen Fehler macht, ist man meist der Depp. Und ja, aber mit diesen Fehlern richtig umzugehen und sie richtig einzuordnen, ja, das ist dann halt irgendwo die Stärke. Und natürlich halt auch mal einen Ball oder einen Sieg oder einen Punkt festzuhalten, das ist natürlich umso schöner. Also währt nicht so lange wie die schlechten Spiele, muss man dazu allerdings auch sagen. Muss man immer wieder neu bestätigen. Ne? Aber du hast Das ja vom stimmt. Potenzial gesprochen. Dein Verbleib hier war natürlich auch ein Fingerzeig für die gesamte Transferpolitik und die Ausrichtung der Mannschaft. Das heißt, du persönlich siehst ja auch ein sportliches Potenzial beim MSV. Nun war die Perspektive, denke ich mal, bei deinem Erstvertrag hier, ich will nicht sagen eine andere, aber da war mal ein Absteiger, wollte dem Vernehmen nach sofort wieder hoch. Jetzt hatte man ein mehr durchwachsenes Jahr dazwischen. Wie sieht es diesmal aus im Vergleich zu deinem ersten Jahr hier? Ja, ich hatte jetzt gerade nur in der vorigen Frage nur das Torwartteam angesprochen. Natürlich geht es darüber hinaus noch, dass ich natürlich auch gute Gespräche in der Sommerpause mit Ivo Grilic ja, gehabt habe. Und ich auch mit meinem persönlichen Umfeld, familiär und halt auch mein freundschaftliches Umfeld hier in Duisburg auch ein bisschen mit dazugezogen habe und das in meine Entscheidungsfindung halt auch einbezogen habe. Und ja, eigentlich haben mir viele einfach nur gesagt, dass wenn du woanders hingehen möchtest und die dich nicht mit offenen Armen empfangen, dann mach es nicht, sondern ich habe hier erstmal die Sicherheit zu spielen, was in meinem Alter und ich auch in meiner Entwicklung gerade sehr wichtig ist, dass ich halt spielen möchte. Und diese Perspektive konnte mir halt Ivo unter anderem und Sven Beuker konnten mir die geben, was auch nicht selbstverständlich im Sport ist. Das ist natürlich jetzt nichts, worauf ich mich ausruhen möchte, sondern ich hatte ja mein Potenzial schon angesprochen. Ich möchte daran weiter wachsen, persönlich und natürlich auch beruflich, beziehungsweise sportlich. Und ja, deswegen ist dann das Pendel im Endeffekt zum MSV geschlagen, aber die Entscheidung fiel mir jetzt alles andere als schwer. Jetzt meine ich mit sportlichem Potenzial, das war natürlich deine persönliche Situation, aber auch nochmal die des MSV. Wie wichtig ist das für dich, dass die Mannschaft in deinen Augen, das setze ich jetzt mal voraus, auch ein gewisses Potenzial hat, auch eine deutlich bessere Rolle zu spielen als in der letzten Saison? Ja, ich meine, eine Glaskugel habe ich jetzt auch nicht zu Hause. Ich weiß auch nicht, wie diese Saison läuft, aber das Bauchgefühl ist schon mal deutlich besser, weil wir gute Zugänge bekommen haben, Erfahrungen dazu bekommen haben, die halt auch und auch Leitfiguren, die halt, glaube ich, auf den unterschiedlichsten Positionen halt auch ihren Stempel irgendwie unserem Spiel aufdrücken. Ja, ich glaube, dass wir mannschaftsintern eine sehr gute Einheit bisher darstellen. Jetzt kam aber jetzt auch noch nicht, muss man ja immer sehen, dass es auch so bleibt, auch wenn mal einer vielleicht ein bisschen hinten dran steht oder dann halt den Sprung nicht in den Kader schafft. Das sind dann natürlich auch immer Entscheidungen, die dann im Laufe einer Saison immer wieder getroffen werden müssen vom Trainerteam. Und dann brauchen wir aber auch diese mannschaftliche Geschlossenheit, dass halt auch jemand, der vielleicht mal die eine oder andere Woche auf der Tribüne oder zu Hause bleiben muss, dann trotzdem weiter im Training Gas gibt, sodass wir halt diesen Konkurrenzkampf so hoch wie möglich halten können über die ganze Saison, damit sich keiner auf seinem aktuellen Status ausruhen kann. Und ich glaube, da haben wir aktuell eine ganz gute Truppe.
Das bleibt zu hoffen und es gibt ja einiges, also nicht wenige sagen auch gut zu machen. 2 Jahre bist du jetzt beim MSV. Das erste Jahr, ja, war der Fingerzeig klar Richtung Aufstieg. Dann kam Corona, der Lockdown und auf der Zielgeraden hat man es verdaddelt. Also eine eigentlich in Summe, wie die meisten Fans auch sagen, tolle Saison. Der krönende Abschluss fehlte. Letzte Saison das komplette Gegenteil, wo man allerdings auch noch zumindest den Super-GAU verhindert hat. Und trotzdem, du persönlich mit vielen tollen Torwartleistungen, und wenn man die bringt, wie frustrierend ist das dann, wenn man trotzdem in der Schießbude der Liga ist? Ja, sehr frustrierend. Und da ich auch ein sehr selbstkritischer Mensch bin, war es natürlich dann auch so ein bisschen was, was an einem genagt hat. Ja, aber auf der anderen Seite muss man das halt auch einordnen können. Und da gilt es dann halt immer so seine eigenen Performance so ein bisschen ja, zu reflektieren und sich zu hinterfragen und zu sagen, ja, hat man im Endeffekt viel dran ändern können. Und das war halt leider über große Strecken war es leider nicht anders möglich. Ich glaube, ich habe mein Bestmögliches getan. Ich bin auch nicht fehlerfrei in dieser Saison geblieben, aber ich glaube, dass ich über weite Strecken da einen ganz guten Job gemacht habe. Und auch in dieser schwierigen Saison ja, den einen oder anderen Punkt vielleicht gerettet habe. Das mit Sicherheit. Hast du das Gefühl, das Standing von dir hier innerhalb der Mannschaft, innerhalb des Vereins hat sich da nochmal geändert? Du hast ja von Beginn an von großem Vertrauen von Ivo Grilic und den Offiziellen gesprochen, aber war die letzte Saison eigentlich ja gegenläufig zur Entwicklung der Mannschaft, aber für dich persönlich dann trotzdem ein Schritt nach vorne? Ich glaube, ich glaube, wenn du Leistung auf den Platz bringst, dann kannst du auch mal den Mund aufmachen, auch wenn es in der letzten Saison sicherlich schwierig war, einen richtigen Zeitpunkt zu finden. Aber ich glaube, dass ich mir jetzt nichts darauf einbilde, nur weil ich jetzt eine gute Saison gespielt habe, mir jetzt irgendwie mehr oder weniger rausnehmen zu können. Ich möchte Aber ist einfach ja schon eine wichtige Position, auch ein Rückhalt für die Mannschaft, ne? Zu wissen, eine definitiv. sichere Nummer eins, die nicht wackelt, auch in Krisenzeiten. Ja, definitiv. Das ist immer schön zu hören und das mu muss man aber jetzt auch wieder bestätigen, weil man natürlich auch mit solchen Leistungen den eigenen Anspruch an sich selbst natürlich auch sehr hoch stellt und es ja, keine Selbstverständlichkeit ist, dass man so eine Saison spielt. Und deswegen probiere ich an meine Leistung anzuknüpfen, probiere weiter so ein Rückhalt zu sein und alles, was dann abseits vom Platz passiert, intern in der Kabine oder so, da probiere ich halt auch meinen Stempel irgendwo aufzudrücken. Ob das jetzt eine Führungsposition, wir haben einen Kapitän mit Moritz Doppelkamp und ja, ich probiere ein bisschen meiner Rolle des Kassenwarts gerecht zu werden, aber das habe ich in den letzten 2 Saisons auch schon gemacht, also von Ja, dem her. unbeliebte Rolle auch, glaube ich. Genau, Ne? genau. Deswegen, ja, bei jungen Spielern oft die unbeliebte Rolle, die Der gerne mal ein bisschen zu spät. Disziplinator, ja. Genau. Aber ist halt auch wichtig, damit das Gehört Konstrukt dazu. halt hier irgendwie, ja, paar Leitlinien braucht man dann schon, um hier ein vernünftiges Zusammenleben gewährleisten zu können. Der Kassenwart Leo, das wusste ich so auch noch nicht. Aber Spaß beiseite, das war ja nochmal auf deine jetzt Führungsrolle oder Rolle als tragende Säule der Mannschaft. Ich sage das jetzt einfach mal so, wie es auch das Feedback vieler Fans ist, zu kommen. Das war ja alles als selbstverständlich. Nach der Zielgerade der vorvergangenen Saison müssen wir natürlich nochmal drauf sprechen. Ich sage auch gleich dazu, die beiden, nennen wir sie mal, größeren, ja, Patzer, wie will man es nennen, die schon wahrscheinlich in den Klamotten hängen geblieben sind oder vielleicht auch mit dir in Verbindung gebracht wurden, die ich persönlich nicht gesehen habe, weil ich hätte in beiden Fällen den Rückpass gar nicht gespielt. Jetzt warst du aber so ein bisschen die Sau, die durchs Dorf getrieben wurde. Hat dich das tatsächlich da stärker rauskommen lassen? Weil das war ja der Eindruck. Weil es gab ja dann nicht wenige, die gesagt haben, Mensch, der hat sein Schärflein dazu beigetragen zum Nichtaufstieg und mal sehen, ob der das jetzt aushält als junger Mann, den Druck in der vergangenen Saison. Konntest du dich da komplett von frei machen oder wie bist du damit umgegangen? Oder hast du das ähnlich gesehen wie ich, dass du ein Teil einer Kette warst in den jeweiligen Situationen, aber längst nicht der Verursacher bei den beiden Geschichten? Interessanter ja, Standpunkt, aber ich glaube schon, dass ich mich da sehr verantwortlich für gesehen habe, dass es dann halt nicht zum Aufstieg geführt hat. Man kann immer die ganze Saison betrachten, aber wenn man einen Strich drunter zieht, ja, hätte ich einfach was dazu beitragen können, wenn ich die beiden Bälle, die ich vertändel, nach vorne prügel. Dann sagt keiner mehr was und wir spielen beide Male, denke ich, dann hoffentlich zu null und haben 4 Punkte mehr auf dem Konto, sodass
die dann am Ende ausschlaggebend gewesen wären für den Aufstieg. Aber ich glaube, dass wir einfach, und das ist der Gedanke, den ich jetzt in die neue Saison habe, dass wir einfach generell in der Vor- und Nachbereitung von Spielen deutlich auch noch mehr machen können, gerade in guten Spielen nicht zu zufrieden sein müssen, sondern dann auch kritisch sein müssen. So wie es jetzt auch in der vergangenen Saison war, auch wenn man mal ein gutes Spiel gemacht hat, ist es nicht perfekt. Aber selbst wenn man ein schlechtes Spiel gemacht hat, dann sind es die 5 Sekunden oder die paar Sekunden, die dann halt eine Leistung bewerten. Und die anderen Bälle, die man dann noch hält, ja, zählen dann halt nicht. Das ist der Unterschied zwischen einem Stürmer und einem Torwart. Wenn du Torwart, ja. 90 Minuten geil bist und beziehungsweise geil gehalten hast und eine Sekunde daneben greifst, dann bist du der Depp. Und der Stürmer kann 90 Minuten rumrennen wie sonst was und haut einmal das Ding in die Maschen und ist der gefeierte Held. Ja, ist halt Fluch und Segen dieses Torwartspiels oder meiner Position, aber ja, wie schon gesagt, es gehört halt zu dem Prozess, zu dem Prozess, in dem ich mich entwickle oder in dem ich mich befinde, gehört es leider dazu. Es war sicherlich eine schwierige Zeit. Die Woche nach den 2 Spielen war sicherlich nicht einfach. Nicht nur für mich, sondern auch für mein persönliches Umfeld. War man dann natürlich auch, ja, ich mache dann eher Sachen mit mir selber aus, als darüber großartig reden zu wollen. Und deswegen ist es dann halt schwierig, gerade für mein nahes Umfeld, für meine Eltern, für meinen Bruder, dann halt irgendwie einen Zugang zu mir zu finden in solchen Phasen. Aber ja, das gehört halt nun mal zu meinem Job dazu. Und das haben sie ja, jetzt miterlebt oder beziehungsweise miterleben müssen. Und ja, irgendwo hoffen wir dann auch mal, dass es dann irgendwann auch mal zu einem positiven Fall kommt und wir dann am Ende der Saison was feiern können. Und vor allen Dingen, das ist ja für mich, ich wiederhole mich da gerne, ein Paradebeispiel dafür, gestärkt aus so einer Situation herauszugehen. Und damit meine ich nicht, dass man wahrscheinlich, hoffentlich, auch mal kabinenintern dem Kollegen gesagt hat, warum spielst du den Ball überhaupt von der Mittellinie zurück? Aber um da jetzt letztmalig auch nochmal anzuknüpfen, und das ist tatsächlich eine Hörerfrage, die mir noch zugegangen ist, demjenigen, er meint, ihm ist aufgefallen, du hättest auch im Zuge dessen in der vergangenen Saison dein Torwartspiel ein Stück weit geändert. Also ein bisschen mehr klare Bälle und weniger die Bälle kurz raus, was ja seinerzeit aber dazu beigetragen hat, das Spiel auch ein bisschen dynamischer zu machen. War das auch eine Ausrichtung, die mit dem Trainerwechsel einhergegangen ist? Vielen ist seinerzeit auch immer zu viel hintenrum gespielt worden, auch der spielende Torwart. Oder gab es da eine bewusste Ausrichtung, dass du gesagt hast, ich ändere mein Spiel ein Stück weit bewusst? Oder hat sich das irgendwie im Lauf der Saison und auch in der Zusammenstellung der neuen Mannschaft zu so ergeben? Also finde ich eine sehr gute Frage. Ja, es war schon in der Vorbereitung auf die vergangene Saison ein Punkt, dass wir gesagt haben, diese Verlagerungsbälle, gerade wenn man den Fall Viktoria Köln, wo ich einen Ball auf der rechten Seite bekomme und den einfach blind nach links rüberspielen will und ich ja einfach nicht im Tor stehe, wo man einfach dann die einfache, sichere Lösung, den Ball nach vorne zu kloppen oder früher hat man gesagt, nach vorne zu glauben oder den gezielten langen Ball zu spielen, sagt man heute. Langer Hafer. Genau, um einfach ja, das Risiko zu minimieren. Und vom Torwart erwartet noch keiner. Also das Torwartspiel hat sich natürlich verändert in den vergangenen Jahren und ich würde schon sagen, dass ich mich eher als modernen Torwart, als mitspielenden Torwart bezeichnen würde. Aber man muss halt Generation da auch, Neuer. Ja. genau, man muss halt dazu, ja, Generation Neuer. Ist halt immer ein schöner Begriff, aber ich glaube generell, dass Neuer ein Paradebeispiel dafür ist, aber das wird jetzt auch abschweifen, aber es ist generell einfach, man da auch das Maß finden muss oder das Fingerspitzengefühl entwickeln muss, in diesem Bereich halt zu wissen, wie viel Risiko gehe ich in bestimmten Situationen und ist das Risiko es wert, halt auch ja, mögliche Fehler dann zu machen in Phasen, wo es einfach nicht nötig ist. Und ja, das war schon auch ein Ansatz, den wir gewählt haben. Und deswegen finde ich es auch interessant oder finde ich es gut und sehr aufmerksam, dass es dann halt auch so wahrgenommen wurde. Ja, generell versuche ich schon mit meiner Spielweise auch auf den Spielrhythmus Einfluss zu nehmen. Wenn es halt mal irgendwie die Möglichkeit gibt, dass ich meinen langen Ball nach einer abgefangenen Flanke zum Beispiel nach vorne spiele oder halt einfach
wenn wir gerade mal in einer Drucksituation sind oder gewesen sind und wir einfach flach nicht rausgekommen sind, dass ich halt mal versuche, die Ketten zu überspielen und wir uns einfach wieder in einer Ordnung finden, wo wir dann einfach wieder gesichert hinterm Ball stehen. So, ganz anderes Thema. Du stammst aus dem hohen Norden, aus Oldenburg, bist dann zu Werder Bremen und wurdest fußballerisch aber nochmal, ja, final geschliffen, wenn man so sagt, im tiefen Süden in Bayern. Jetzt bist du mitten im Pott. Was zeichnet die Menschen und ihre Verbindung zum Fußball hier aus, deiner Meinung nach? Irgendwie finde ich es sehr interessant hier zu sehen, wie eng die Leute sich mit dem MSV oder wie sehr sich die Leute mit dem MSV identifizieren und wie groß der Stellenwert von dem Club in der Stadt ist. Also egal, ob man irgendwo beim Bäcker steht, ob man irgendwo im Café sitzt, es gibt eigentlich ja, fast nur das Thema MSV, egal wo man ist, ob es gut läuft, ob es schlecht läuft. Ich stelle mir gerade vor, bei welchem Bäcker du stehen kannst, ohne an die Decke zu stoßen, aber anderes Thema. Ja, und ja, aber generell find ich's schön zu sehen, wie wichtig es den Leuten ist. Und deswegen war natürlich auch gerade in der letzten Saison der Druck, den man sich selbst gemacht hat, weil man es halt nicht nur für sich selbst macht, sondern halt auch für die ganze Stadt und für die Leute, die halt auch in guten wie in schlechten Zeiten dem Verein halt irgendwie beiseite stehen oder sie den Verein unterstützen, dass man halt für die dann auch eine Verantwortung entwickelt, muss man auch sagen. Am Anfang war ich mir nicht dessen bewusst, dass es halt so einen weiten Kreis gibt an MSV-Supportern. Auch im hohen Norden kriegt meine Familie immer wieder Nachrichten von MSV-Anhängern, die halt weit verbreitet sind, nicht nur aus dem Ruhrgebiet. Und es ist schön, wirklich schön zu hören und gibt natürlich auf der einen Seite Sicherheit, auf der anderen Seite erhöht das natürlich auch irgendwo die Erwartung an einen selber und den Druck. Aber ich glaube, den höchsten Druck können wir uns nur persönlich machen, weil wir eine gewisse Erwartung an uns selbst haben. Und deswegen, ja, ist das schon schön zu hören. Und die offene und ehrliche Art der Menschen hier in Duisburg. Ich finde es auch nicht schlimm, wenn die Leute immer sagen, ey, was war das für eine Scheiße, die ihr am Wochenende gespielt habt. Das finde ich ehrlicher, als wenn sie irgendwie einen angucken und dann unter vorbehaltener Hand über einen reden. Also da habe ich auch kein Problem mit. Ich gehe lieber ehrlich auf die Leute zu, anstatt irgendwas hinterm Rücken zu machen. Und ich glaube, das verkörpern hier viele Menschen. Absolut. Und wie sehr haben die denn hier und diese Menschen mit ihrer engen Verbundenheit zum MSV und deren Energie im Stadion gefehlt? Ne, das war ja im Prinzip schon in der Zielgeraden der vermeintlichen und dann doch nicht Aufstiegssaison, wenn ich nur daran denke, allein die vom Papier her Auswärtsspiele in Köln und in Uerdingen wären ja glatte Heimspiele gewesen. Aber jetzt auch über weite Strecken der vergangenen Saison, das ist dann für einen Verein wie den MSV natürlich schon auch nochmal ein anderer Nachteil wahrscheinlich. Bei aller Wertschätzung für die kleineren Vereine, aber es ist halt ein größerer Unterschied, ob dann hier 15.000 oder mehr fehlen, ne, pro Heimspiel. Definitiv. Also ich glaube, gerade in der dritten Liga war es jetzt ja nicht nur der Faktor von uns, dass die Fans gefehlt haben, um uns zu unterstützen, aber auch einfach den Verein halt einfach auch finanziell halt große Einbußen damit einhergegangen sind. Und für uns war es natürlich gerade in der vorletzten Saison extrem bitter, weil solche Spiele, gerade wenn man halt müde wurde oder wenn man halt dieses Pensum von den 4, 5 englischen Wochen in Folge, dann tragen halt einfach auch die Fans ein ab der 60. Das ist halt einfach so. Und das halt dann, ja, missen lassen zu müssen, war für uns einfach scheiße. Und dann eine komplette Saison, wenn man jetzt sieht, die Neuzugänge dann im Sommer der vergangenen Saison, die haben noch kein einziges Mal, sind noch kein einziges Mal in den Genuss gekommen, einfach mal rauszukommen zum Aufwärmen, nach links zu gucken und einfach da unsere Kurve zu sehen mit den Ultras oder das volle Stadion zu sehen, die einen einfach dann halt toll begrüßen, was halt einfach schon eine ganz andere Energie ist in Mannschaftsintern, wo man halt einfach weiß, boah, pff, jetzt mache ich es ja wirklich nicht nur für uns, sondern wir machen es halt auch für die. Und ich glaube, dass das in dieser Saison halt auch zwar alles natürlich mit den Konzepten einhergehend möglich ist. Und deswegen habe ich mich eigentlich auch mega auf diesen vergangenen
Schauinsland Reisencup gefreut, weil es halt wieder so ein Stück weit Normalität zurückbringt. Und denke ich auch mal ein guter Test gewesen wäre für die Saison. Jetzt sagst du ja schon, Normalität zurückbringen. Ist das, was man jetzt erwartet von der Fanrückkehr, auch in Osnabrück, was natürlich dann wirklich ein klassisches Auswärtsspiel sieht, bei dann nur wenigen hundert MSV-Fans, die die Möglichkeit haben, dabei zu sein? Oder hast du auch ein bisschen die Sorge, dass du dich fast erschrickst, wenn auf einmal eine Kulisse wieder laut wird, wenn der gegnerische Stürmer vor deinem Tor auftaucht? Also meinst du, diesen Normalitätseffekt gibt es dann jetzt nach über einem Jahr Pause sofort? Oder was macht das mit dir oder mit euch? Ist das ein Thema in der Kabine? Ein Thema natürlich, da jetzt schon viele gefragt haben, wie sieht es aus, wie viele kommen, wie viele sind möglich, heim und auch halt jetzt erstmal auswärts, wie viele können da kommen. Jetzt war mal so, wir kriegen ja auch nicht alle Informationen, aber ich schätze mal so, dass da um die 5000 an der Bremer Brücke uns erwarten werden. Wir wissen aber davon noch nichts. Also ich möchte jetzt nichts vorwegnehmen, wenn da 500 sind, ist auch in Ordnung. Alles ist besser als die Geisterspiele. Und ja, wir hatten im vergangenen Jahr das Pokalspiel gegen Dortmund, wo halt 300 Fans da waren, aber selbst das war schon was anderes, als vor komplett leeren Rängen zu spielen oder spielen zu müssen. Und ich glaube, das ist jetzt, jeder kennt es ja. Also wir kennen das aus der vorvorherigen Saison, dass halt auch mal 15.000 in Meiderich, in Wedau im Stadion sind. Und ja, das wäre natürlich schön, wenn wir das auch wieder hinkriegen. Wenn das natürlich dann auch vielleicht mit der Stehkurve oder so dann irgendwie ins Hygienekonzept reingenommen werden muss. Aber ich denke, dass man in der Vergangenheit gesehen hat, wie kreativ unsere Fans sind mit dem Parkplatz und alles, was drumherum war. Ich glaube, da werden sie auch kreativ genug sein, um da uns bestmöglichst auch von den Rängen im Stadion unterstützen zu können. Deutschlandweiter Vorreiter. Apropos Vorreiter, trägst du jetzt gerade einen neuen Frisurstil? Die Haare sind verhältnismäßig lang, sehe ich gerade bei dir. Oder gehst du noch mal vor Osnabrück zum Putzer? Nee, ich habe extra vorher gefragt, ob wir das hier mit Video oder ohne machen. Ich denke aber schon, dass ich bis Freitag nochmal den Friseursalon aufsuchen werde und das ein bisschen kürzer mache. Ich muss verraten, die Frage hatte ich auch nicht auf dem Zettel, aber die drängt sich gerade auf. Wobei ich nicht Ja, sagen muss, dass das Entschuldigung. jetzt irgendwie ungepflegt oder Nein, sonst wie alles gut, aussieht, alles aber gut. für Wein kaufst du Verhältnisse ziemlich lang, die Ja, Augen. das stimmt. Kümmere ich mich Also, drum. Keine Sorge. du bist jetzt ein Vierteljahrhundert alt, deswegen, das führt mich nochmal zur Zeit deiner Geburt, also Sommer 96. Da war Deutschland frisch gebackener Europameister und der MSV Erstligist. Das sieht jetzt beides ganz anders aus. Deswegen mal ein bisschen ketzerisch die Frage, wo sehen wir Leo Weinkauf eher? Im Tor der Nationalmannschaft oder mit dem MSV in der ersten Liga? Oder beides zusammen? Gute Frage. Also ich glaube, aktuell ist es naheliegender, wenn man eine der zwei Optionen wählen muss, dass ich mit dem MSV in der ersten Liga oder darf, genau, dass ich mit dem MSV in der ersten Liga spielen darf. Aber Das ja, ich eine wird das glaube, andere ja begünstigen, ne? Ein bisschen, ja, oder? das stimmt. Aber ich glaube, dass man auch jetzt erstmal bei sich bleiben muss und diese Saison, diese schwere Saison auch ein bisschen, die schwere vergangene Saison ein bisschen aus den Knochen schütteln muss. Und diesen Neuanfang, den wir jetzt halt auch mit den vielen Neuzugängen haben, ist halt auch wieder ein großes Fragezeichen, ähnlich wie vor 2 Jahren, wo wir einfach jetzt sehen müssen, dass wir gut in die Saison starten, denn Erfolg ist dann auch immer noch mal ein Kleber für die Mannschaft, um eine Einheit dann halt auch wirklich in der Saison weiter zu festigen. Und ja, daran gilt es jetzt alles dran zu setzen und ja, gut in die Saison reinzustarten. Gut, das sind so ein bisschen natürlich auch übliche Gemeinplätze, aber jetzt mal Hand aufs Herz, wir sind ja hier unter uns. Was ist denn die interne Zielsetzung? Was ist deine persönliche Zielsetzung für dich und für den MSV in dieser Saison? Also persönlich auf jeden Fall weniger Gegentore zu fressen als in der vergangenen Saison. Ich glaube, das ist daran, dann werden wir auf jeden Fall auch ein paar Plätze besser in der Tabelle dastehen. Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, ich würde jetzt Ivo da nichts vorwegnehmen wollen. Er ist da Ich frage ja der, dich. der, klar, ich möchte weiterhin ein guter Rückhalt sein, möchte meine Statistiken verbessern, möchte nicht die Schießbude der Liga sein.
und gemeinsam mit der Mannschaft ja, peu à peu uns finden. Und ich glaube, jetzt ist einfach der falsche Zeitpunkt, irgendwas großartig zu sagen. Natürlich schwärmen alle vom Aufstieg, ist klar, aber ich glaube, wir sind nach der vergangenen Saison ja, auch ein Stück weit realistischer geworden, um jetzt erstmal diese dritte Liga, die halt auch sehr verrückt ist und wo viele Faktoren mit einfließen, ja, erstmal die ersten 5 bis 10 Spieltage zu spielen, um dann halt mal zu wissen, wo man in dieser Liga steht. Und dann denke ich, kann man auch ein ja, vernünftiges Ziel für die Saison ausschreiben. Aber vor dem ersten Spieltag tue ich mir persönlich damit schwer. Verständlich, war jetzt ein souveränes Beispiel für Realismus. Trotzdem, da frage ich nochmal anders zum Schluss, was sind denn deine Wünsche? Das können ja auch einzelne Spiele sein, dass man sagt mal ein volles Haus, ich sag mal hier Pokalhalbfinale zum Beispiel geht ja schon mal nicht mehr, aber gibt es da besondere Ich Wünsche? wünsche mir einfach, dass ich im Sommer 2022 irgendeinen Erfolg mit dem MSV feiern kann, mit den Fans. Weil ich habe jetzt 2 Jahre weder Pokal noch Liga gewonnen oder positiv vollendet. Und ich glaube, das ist ein gutes Ziel, dass man wenigstens im Sommer 2022 ein Köpi mit den Fans trinken kann. Das wünschen wir uns alle. Lass mal einfach mal so stehen. Dann bleibt mir zu sagen, ja, recht herzlichen Dank, Leo Weinkauf. Danke. Bleib gesund, auch Danke, beim danke. Friseur. Wir achten Ja. drauf am Freitag, wie kurz die Seiten dann vor allen Dingen sind, oder? Die Spitzen werden es ein bisschen werden, aber ansonsten wird da nichts Großartiges passieren. Ja, ansonsten vielen Dank für Ich das habe zu danken. aufschlussreiche Gespräch. Wir drücken die Daumen. Bis zum nächsten Mal. Macht's Danke. gut. Tschüss.